Manchmal wird es ein bisschen eng, unbequem und anstrengend, aber das ist eine normale Geschichte in der Rohrschweißerei. Da gibt es viele etliche andere Situationen auch. Ihr seht hier meinen Hausanschluss. Wir sind hier reingegangen mit einem Doppelrohr in das Gebäude, beziehungsweise haben das da schon andere Kollegen gemacht und wir machen hier von innen mal die Verbindung, die dann später von der Haustechnik weitergeführt wird. Ja, alles ein bisschen eng. Doppelrohr, Twinrohr, KMR, da könnt ihr mal ja so ein bisschen sehen, wie das dann so ganz nah an der Wand dran ist. Das sind so die vorgegebenen Maße und was ihr da seht, T-Stücken, Bögen und Passstücken, das haben wir im Vorfeld, im Sinne der Vorfertigung gebastelt mit den Armaturen, mit den Ventilen dran. Ja, die Höhe ist so auf halb acht. Ihr seht da so eine halbe Leiter, die da dran steht. Da jetzt noch mehr zu veranstalten, um da hochzukommen, beziehungsweise in den engen Raum da oberhalb, das wäre dann ein bisschen viel des Guten gewesen. Wer Spiegel schweißen kann, ist natürlich klar im Vorteil in solchen Situationen, aber es geht auch ohne. Und wenn es denn noch enger werden sollte oder unbequemer, dann gibt es immer noch die Ledermaske, die da angewendet werden kann. Ihr findet noch auf dem YouTube-Kanal einige Videos zum Thema Rohrschweißen, Tipps, die euch weiterhelfen, insbesondere wenn ihr am Anfang steht. Wickschweiß, Brennerführung, ganz wichtig am Rohr, Pendeltechnik im Nachhinein könnt ihr lernen und trainieren. Die Tipps stammen alle aus der Praxis. An dieser Stelle herzlichen Dank für den Daumen hoch und das Teilen der Videos hier auf dem Rohrschweißer YouTube-Kanal.